Hey ihr Lieben, euer Klimakompressor ist undicht. Ich bin der Philipp und willkommen zu diesem neuen Video. Bevor ihr mit dieser Aktion anfangt, stellt sicher, dass ihr alle Komponenten für dieses Projekt da habt. Sprecht euch nochmal mit eurer Werkstatt ab, also bei mir ist das in dem Falle und nein, es ist keine Produktplatzierung und auch keine Werbung. In dem Fall ist Autohaus Bräutigam sehr zu empfehlen. Danke nochmal dahingehend. Der Alte sitzt wie gesagt da unten drin. Und bevor wir jetzt anfangen, stellt bitte sicher, dass ihr euer Auto ordnungsgemäß sichert. Gegen Wegrutschen, gegen Wegrollen, ihr müsst da drunter. Also in dem Fall jetzt zweifache Sicherheit. Das Auto steht jetzt hier auf dem Holz und als zweite Sicherheit hüben wir drüben nochmal dieser Wagenheber. Hier nochmal ganz schön zu sehen, warum machen wir den Wechsel überhaupt. Der Kompressor ist einfach hier an den zwei Gehäuseheften undicht geworden. Das Kontrastmittel ist, wie man hier sieht, ausgetreten. Wäre das Loch jetzt viel kleiner, könnten wir das Loch oder die Leckage nur mit Hilfe von UV-Lampen sehen. Hier noch was zu dem ausgebauten Klimakompressor gesagt. Wenn wir auf Lecksuche sind, bitte nehmt euch eine UV-Lampe und strahlt alle Teile, die mit der Klimaanlage zusammenhängen, an, weil danach ist das einfach so. Also wird quasi mit UV-Licht bestrahlt. Und an der Schraubverbindung sieht man schon, wenn wir jetzt weiter nach rechts gehen, dort an den beiden Gehäusehälften ist halt dieser Austritt vom Kontrastmittel am stärksten. Und wenn wir das Licht ausmachen, dann sieht man das ganz einfach noch extremer. Bevor ihr mit Arbeiten an der Klimaanlage beginnt, ist es wichtig, diese Anlage leer ziehen zu lassen. Also fahrt nochmal in die Werkstatt, lasst die Anlage absaugen und dann beginnen wir, indem wir hier den Servostutzen ganz einfach aufdrehen, die Anlage wirklich restlos drucklos machen, also unseren Montagestutzen hier aufstecken und ihn hier aufdrehen. Und es gibt noch was Wichtiges zum Ventil der Klimaanlage zu sagen. Das wäre jetzt ein ähnliches Ventil. Dieses wäre in einem Autoreifen verbaut, aber die Ventile in der Klimaanlage oder das eine, was wir verbaut haben, speziell im Laguna 2, ist ähnlich aufgebaut. Wir betätigen von oben hier diesen Stift und entriegeln somit oder öffnen somit das Ventil. Man sieht es hier, es bewegt sich am unteren Teil. Ich kann das hier etwas wackeln, das sieht man es besser. Da ist eine Dichtung verbaut und je nachdem, wenn ich halt hier oben drauf drücke, öffnet sich das Ventil. Wie öffne ich das jetzt? Dafür habe ich wieder eine Befüll- oder naja, ich nenne es jetzt einfach mal einen Serviceanschluss, wo ich halt das Ventil öffnen kann. Und achtet mir bitte darauf, dass dieser Stift hier in der Mitte, der auf diesen Ventilstift wieder drauf drückt, den kann ich weiter drehen, wie die Öffnungslänge vom Ventil ist und somit mache ich mir den Stift hier oben kaputt. Also nur bis es halt anfängt zu zischen oder im Vakuum jetzt anfängt Luft ins System zu ziehen, öffnen. Nochmal hier kurz ein Bild gezeigt, Moment. Wenn ich jetzt hier mit dem Stift, wie gesagt, das Stift jetzt mal der Daumen hier drauf drücke und das Ventil geht bis hierher und ich drücke jetzt weiter, dann mache ich mir schlimmstenfalls hier das Ventil kaputt. Also das nur so weit aufdrehen, bis das Ventil öffnet. Danach ist die Anlage drucklos und wir können mit dem Wechsel des Klimakompressors beginnen. Ein wichtiger Hinweis noch, lasst bitte kein Kältemittel, egal ob es jetzt R134a oder YF1234 ist, in die Umwelt gelangen. Beide sind sehr schädlich oder generell Kältemittel sind sehr schädlich, außer jetzt CO2-Anlagen. Zuerst lösen wir von der Druckleitung kommend wie gehend die zwei 10er Schrauben, die hier so unten dran. Dann haben wir hier noch drei Schrauben. Ich zeige das jetzt nochmal am neuen. Also wir haben jetzt die und die Schraube gelöst. Das sind jeweils zwei 10er und das sind jeweils alles 13er. Die zwei oberen kommt man von oben schon recht, naja, schön ran, sage ich jetzt mal. Die müssen wir leider von unten lösen. Dazu müssen wir erstmal unten den Untervorschutz abschrauben. Unterm Auto, Blickrichtung wäre das das rechte Vorderrad. Und wir müssen jetzt hier dieses Schrauben
alle ringsum um diese Plaste abschrauben. Eine sehr wichtige Sache noch zu dem alten Kompressor: sollte dieser gefressen haben und im System jetzt Späne produziert haben, lasst die Leitung oder das komplette Klimasystem spülen, weil es bringt alles nichts, sollte hier weiterhin Späne drin verbleiben, macht ihr euch wieder den Kompressor kaputt. Quasi mit einem, das klingt jetzt etwas komisch, Toilettenpapier nehmen, weil auf dem weißen Papier sieht man ganz einfach die Späne am besten, einfahren in den Kompressor und anders in die Leitung natürlich auch einfahren und mal rauswischen, ob Späne vorhanden sind oder nicht. Bei mir war jetzt in dem Falle so zum Glück keine Späne und jetzt geht's mit dem neuen Klimakompressor weiter. Die zwei Anschlussleitungen sind gereinigt, jetzt können wir die zwei 10er Schrauben entfernen und natürlich die Leitungen mit geeignetem Material, wie einer Tüte zum Beispiel, gegen Schmutz sichern. Wichtig wäre noch, wenn wir das herausziehen, kommt uns eine Dichtung entgegen. Diese Dichtung ist in jedem Fall zu erneuern. Vor dem Einbau von den neuen Dichtungen, das wäre jetzt so ein Dichtungsring, ein neuer, habe ich mir die Hände gewaschen, dass wirklich kein Schmutz mehr in die Leitung reinfallen kann. Die Leitungen selber, sieht man ja hier, sind verschlossen. Und zum Einbau von den Ringen habe ich jetzt ihn ganz leicht, man sieht es hier so ein bisschen auf dem Finger, ganz leicht eingeölt, damit das besser rutscht. Es ist ein Problem aufgetreten, darum habe ich den, den ich eingebaut habe, nochmal ausgebaut. Und zu dem Problem kommen wir jetzt. Unter der Teilnummer 82000218822 ist der neue Originale von Renault zu haben. Der Austauschkompressor hat die Teilnummer 77 111 34 454. Und jetzt kommen wir zum Problem. Die Kompressoren sind von der Teilnummer alle gleich, wie man ja hier sieht. Und das Problem, die beiden Kompressoren laufen unter der gleichen Teilenummer, bloß mit einer anders ausgeführten Magnetkupplung. Also achtet bitte beim Kauf auf die Ausführung der Magnetkupplung. Also Teilnummer, Fahrzeug und Ausführung der Magnetkupplung beachten. Dieser wäre nun der richtige und wir müssen beim Einbau noch beachten, dass wir dieses Kabel nicht zwischen Motorblock und Kompressor einklemmen. Noch was kurz zu den beiden Anschlüssen gesagt vom Klimakompressor. Zur linken hätten wir die Magnetkupplung, die müssen wir auf zwei Seiten entriegeln. Einfach hier die Plastennasen etwas nach außen biegen, dann können wir den Stecker abziehen. Die sind wie gesagt beide verpolungssicher. Man sieht es hier im oberen Bereich, Nasen angebracht. So rum könnte man ihn nicht einbauen, weil das Gegenstück dazu hat eben die Nasen. Entsprechend so, dass man es halt nur in eine Richtung draufstecken kann. Und der Anschluss von der Taumelscheibe hat es ebenfalls so ausgeführt. Die Taumelscheibe ist wie gesagt mit einer Nase arretiert und die Magnetkupplung mit zwei. Haben wir das System wieder zusammengebaut, kommt nun das Testen. Also wir schalten die Klimaanlage ein, Motor läuft natürlich schon. Einschalten, mit der Lüftung etwas nach oben gehen, auf kalt stellen. Und jetzt können wir mit einem geeigneten Thermometer die ganze Sache einfach mal messen. Und sehen, unsere Klimaanlage kühlt unseren Innenraum ab. Konnte ich euch mit dem Video weiterhelfen, lasst gerne ein Abo und ein Like da, würde mich wie immer sehr freuen. Bis dahin, euer Philipp.